Mehr Frauen, mehr Vielfalt. Nach den Midterm-Wahlen im November ist in Washington erstmals der neue US-Kongress zusammengetreten. Dabei wird deutlich, eine Rekordzahl von Frauen sowie eine Vielzahl von Angehörigen gesellschaftlicher Minderheiten halten Mandate in Repräsentantenhaus und Senat. Das dritthöchste Amt im Staat nach Präsident und Vizepräsident besetzt die Demokratin Nancy Pelosi. Die 78-Jährige hatte den Posten bereits von 2007 bis 2011 inne. Ich bin vor allem stolz darauf, als Frau dem Repräsentantenhaus vorzustehen, 100 Jahre nach Einführung des Frauenwahlrechts. 39 Frauen wurden neu in den Kongress gewählt. Dem Repräsentantenhaus und Senat gehört die Rekordzahl von insgesamt 131 Frauen an. Die meisten Newcomerinnen sind Demokraten. Nicht wenige von ihnen repräsentieren zudem ein breites Spektrum von ethnischen, religiösen und anderen gesellschaftlichen Gruppen. So wie etwa Rashida Tlaib, Tochter palästinensischer Einwanderer, sowie die Muslima Ilhan Omar. Eine Repräsentantin Somalias, Ilhan Omar, repräsentiert die somalische Community. Im neuen US-Kongress erstmals vertreten sind auch zwei Indigene. Während die Ränge der Demokraten im Kongress also weiblicher und vielfältiger besetzt sind, werden die Republikaner weiterhin in großer Mehrzahl durch weiße Männer in oft fortgeschrittenem Alter repräsentiert. In der Zukunft könnte das für Trumps Partei zum Problem werden.